Leise rieselt der Schnee und nein, wir sind in keinem Wintergebiet, wir sind einfach nur so verdammt weit oben in Akala auf diesem Turm und ja, unser Weg geht hier zum Forschungsinstitut und ja, jetzt müssen wir erstmal wieder herunter und am besten ohne von den Guardians gesehen zu werden. Ah, und da unten gehen wir mal den Schrein abchecken. Und hier unten regnet es nämlich. Es ist einfach diese Details. Wie kann man sie nicht lieben? Ha, ein Stall. Können wir mich gleich mal unserem. Was haben wir hier? Da ist Terry! Sie sind wirklich ein toller Kunde. Ja, ein Geschenk als Zeichen meiner Wertschätzung. Oh! Alles, was von diesen mächtigen Pfeilen durchbohrt wird, löst sich im Nichts auf. Sehr effektiv gegen Wächter. Ja, die Guardians, da braucht man die. Damit können sie sogar Wächter bekämpfen. Fantastisch, oder? Am besten wirkt er, wenn man das Auge des Wächters damit trifft. Ich habe ihn von einem älteren Herrn namens Robelo. Sie finden ihn weit im Norden vom Dorf der Zoras, im Akala-Institut. Er stellt dort seltsame Waffen, Kleidung und solche Sachen her. Meiner Meinung nach ist er etwas verrückt, unheimlich, oder? Um nicht zu sagen furchteinflößend. Aber wenn Sie stärkere Waffen haben möchten, werden Sie wohl mit ihm reden müssen. Also, was hätten Sie denn so gerne? Erstmal möchte ich deine Pfeile haben. Yay! Deine überteuerten. But I need them. Maxi-Echse. Das ist eine Lösch-Echse. Sind feuerfest. Ah, jetzt. Ach, die heißen hier Lösch-Echse. Okay. Lass mal gut sein. Na? Hallo, ich habe dich noch nie hier gesehen. Oh Gott, wie sieht denn der aus? Ich bin ein Reisender. Haha. Du reist ganz allein in einen so entlegenen Ort. Du kannst wahrscheinlich gut kämpfen, was? Nicht unbedingt. Stay low. Na, schon gut. Ich bin selbst gar nicht so schlecht mit dem Schwert, aber im Moment läuft es nicht so gut. Mein Schwert taugt einfach nichts, das ist das Problem. Deswegen dachte ich mir, ich schaue mich mal nach dem legendären Schwert um. Was denkst du? Legendäres Schwert? Genau. Es soll in der Nähe des Todesbergs zu finden sein, aber anscheinend nicht in dieser Richtung. Vielleicht auf der anderen Seite, in der Nähe vom Stall des Waldes. Schätze, ich sollte mal bald zum Stall des Waldes aufbrechen. Wischmopp! Gerüchteküche extra. Es regnet. Kleinen Moment. So. Gerüchteküche extra 2. Kletis Gerüchteküche extra 2. Lesen. Hallo, hier ist wieder eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch, ob ihr zu Hause oder auf Reisen. Das neueste Gerücht, das mir zu Ohren gekommen ist, kann ich selbst kaum glauben. Das Wunder der Teleportation. Es soll einmal ein Medaillon gegeben haben, das den Besitzer jederzeit dorthin holen konnte, wo er es abgelegt hatte. Für jeden Geschäftsreisenden oder Abenteurer ein wahr gewordener Traum. Dieses Artefakt soll noch heute in einem Labyrinth im Nordosten von Akala in Tiefen der Erde versteckt sein. Wie glaubwürdig dieses Gerücht ist, überlasse ich dem Urteil meiner Leser. Kletis Empfehlungspunkte 5 Sterne. 5! Tja. Teleportation, ja. Das sind die DLC-Sachen. Das wird das Medaillon ja sein. In dem Labyrinth, aber da gehen wir noch nicht hin. Lass das. Hallo. Nein. Nee. Mir kannst du mal meinen Paul wieder besorgen hier.
Pferd abholen. Tja, mein Paul. Oh. Er ist unterwegs, ja. Oh, maximale Zuneigung habe ich schon. Paul der Gaul. Oh. Tut mir leid, dass du warten musstest. Hi. Hallo, Paul. Ja? Oh, ein Reisender. Willkommen in unserem Pferdestall. Fühl dich hier ganz wie zu Hause. Nanu? Da hast du ja ein Prachtexemplar. Wenn du willst, kannst du bei uns Ausrüstung deines Pferdes ändern oder seine Mähne umfrisieren. Ja, bitte. Mich interessieren aber nur Pferde, die mit viel Liebe gezähmt worden sind. Klar, nur die beste Liebe, die ich ihm geben kann. Geld. Trifft das in deinem Fall zu? Was für intelligente Augen. Nicht bei dir. Das Tier liebt dich. Es lässt sich sicher gerne von dir neue Ausrüstung anlegen. Mähne frisieren. Langmähne. Blütenmähne. Wie kommt der erste Punk hier? Ja gut, ich habe ja keinen anderen Sattel bis jetzt, oder? Sieht ihm vorzüglich. Ja, ja. Also weiß ich jetzt schon mal Bescheid. Was ist denn jetzt hier der Schrein? Ja. Ach, oben oder nicht? Ja. Hier. Ja. So, Kafui-Schrein. Es regnet, muss schnell machen. Rein mit dir, schnell. Kritische Treffer. Nutze nicht benötigte Waffen als Wurfgeschosse. Wenn sie treffen, richten sie doppelten Schaden an. Bei manchen Waffen lohnt sich's wirklich und bei manchen ist es einfach nur rausgeschmissen. Ah, okay. Kafuise Reparatur. Aber wenn ich jetzt das Kabel ziehe. Okay. Ah ja. Geht das hier? Ach so. Ah, da geht der Trick nicht. Also hatten die da schon dran gedacht. War das erste auch mehr wie so ein Einführungsrätsel, hä? Kiste da hinten haben. Ah, klasse. Wie am Schnürchen. Ja, in deiner Tasche ist leider kein Platz. Leider, leider. Bögen könnte ich welche gebrauchen. Das war jetzt nicht so ein besonderes Ding, gell? Das war bloß irgendwie 12 Schaden. Naja, dann brauche ich es auch nicht. Okay. Ah, okay.
kleines Rätselspielchen, ne? Perfekt. Alter, das läuft ja echt wie am Schnürchen jetzt. Tja, nice. Dann kann ich mich dann schon wieder aufwerten gehen. Ich glaube, es dieses Mal nehme ich mal Ausdauer, weil das kotzt mich schon an, dass ich so wenig Ausdauer habe. Immer noch massig. Bokoblin, als Allesfresser ernähren sie sich nicht nur von Fisch und Fleisch. Tja, sie sind Multi-Veganer, denn sie essen nicht nur vegan, sie essen auch Fleisch. Okay, habe ich überhaupt irgendwas Blitzfreies? Echt? Oh, du bist so weit hoch, oder wie? Na, nicht direkt, hä? Und doch, scheint wie ein kleiner Weg hier zu sein. Aber halt den Todesberg hoch. Ah. Und ja, muss ich sagen. Er hört doch gleich wieder auf. Das Coole ist, haben wir hier den Erzbohrer. Halt perfekt, unser Zeug abzubauen. Ja, wir müssen dann nach hinten. Okay, Paul. Dann seid ihr wieder runter. So, du kannst ja bloß zweimal. Ja. What does the fox say? Bam. No, doch nicht. Ich dachte, ich würde ihn jetzt ausnocken oder sowas. Oh, jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Hier gewittert es gerne. Das Teil war Elektro-Fry. Ich hab das Ding wieder rein. Okay! Mein Bogen natürlich. So, müssen jetzt nämlich die Straße entlang. Alter. Guardian. Auf jeden Fall die Mats mit. Bäume ummähen hier. Oh. Ach. Hallo, da kommt ein Bär.
Hunde zu verarschen. Mann. Na? Ich danke dir. Gegen so einen starken Gegner hätte ich keine Chance gehabt. Ich habe nicht viel, aber was ich dir geben könnte, bitte nimm das hier. Ach, das ist wieder sie. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Seit unserer letzten Begegnung habe ich Kiltons Monsterladen immer noch nicht finden können. Er soll in Akala... Ja, an der Nähe, Totenkopf, bla bla bla. Das hatten wir ja. Wo ist der Bär jetzt hin? Cool, wenn es dann halt in echt und in-game regnet. Das macht die Immersion am besten. Sowieso noch den Regen raussetzen, dann ist es am allerbesten. Mann! Na, du Wildschwein. Oh, weiter denn da. Was? Mieses Ungeheuer? Was hat er gesagt? Nee, mieses Unwetter hat er gesagt. Es ist auch schon spät bei mir. Ja. Um diese Uhrzeiten habe ich halt die meiste Ruhe für die Aufnahmen. Ha, so ein Schrein. Ich finde es doch immer wieder bewundernswert, was es ausmacht, wenn ein Spiel richtig gut gemacht ist, obwohl es auf 30 FPS läuft, Alter. Auch wenn man einen alten Metal Gear Solid Teil spielt, das fühlt sich einfach so flüssig an. Weil da gibt es irgendwelche Kack-Games, die dann einen vor sich hin ruckeln, obwohl sie eigentlich Spaß machen. Ja, ich bin ein riesiger Fan gewesen bei der PS3 von Skate. Also EA Skate. Aber wenn ich mir das heutzutage antue, das geht nicht. Das geht nicht. Da trauere ich den 144 Frames hinterher, die ich bei anderen Spielen auf dem Rechner dann habe. Ach, da juckt auch jemand weg, hä? Hast du Angst vor mir? Was soll denn der Quatsch? Ah, stimmt. Und ein Stall. Und gleich mal an den Stall. Stall von Ost-Akala. Die Hunde. Der mag mich so noch nicht. Hab ich den Leckerli für ihn? Da habe ich Leckerli für ihn. Komm, iss. Ah, wieso nimmt er das nicht? Für mich oder warum macht das nicht? Jetzt. Na komm, ist jetzt. Supi. Ah, unser Künstler-Dude. Du bist doch der Quelle der großen Fee aufgespürt hatte. Was für ein Zufall. Ich habe meine Reisen seitdem auch fortgesetzt. Vielleicht gibt es noch mehr Orte, von denen ich dir erzählen kann. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Album zeigen. Da, schau! Dieses Bild, diese Quelle, diese Statue der Göttin kenne ich. Das müssen die Ruinen in der Ebene von Nord-Akala sein, die sich westlich von hier erstreckt.
Wenn du von hier geradeaus nach Westen gehst, findest du die Stelle sicher bald. Ich würde sagen, wir kümmern uns dann erstmal um die Akala-Geschichte beim Robelo. Oh, ich hatte so ein Gefühl, dass wir uns wiedersehen würden. Was? Jetzt habe ich weggeklickt. Das war scheiße. Oh, jetzt bin ich wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen. Verzeihen Sie mir meine vorschnelle Schlussfolgerung. Was hätten Sie denn gern oder möchten Sie etwas verkaufen? Ich bin sicher, dass ich auch was für Sie im Angebot habe. Klar. Löschflügler. Hey! Alter! Du bist ja. Du bist mir einer. Kletis Gerüchteküche, Ausgabe 4. Hallo, hier ist Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch in diesem Leben und im nächsten. Haltet ihr auch eure Ohren offen für die neuesten Neuigkeiten? Hier ist das heißeste Thema der Woche, Sternschnuppenschätze. Der Nachthimmel, ein Teppich voller Sterne, doch ein Licht ist anders als die anderen. Es bewegt sich. Was ist das? Genau, eine Sternschnuppe. Und was ist jetzt das Gerücht, fragt ihr? Dort, wo sie herunterfällt, soll man angeblich einen Schatz finden können. Wenn ihr also das nächste Mal eine Sternschnuppe am Himmel entdeckt, dann folgt ihrem Schweif. 4 von 5 Sternen. Das heilige Fragment. Ich habe dich ja noch nie gesehen. Ich muss sagen, dein Geschmack bei der Wahl deiner Reiseziele ist schon etwas merkwürdig. Wer bist du? Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Nobo. Ich war schon überall, aber in Akala gefällt es mir am besten. Deswegen kenne ich mich hier auch ganz gut aus. Wolltest du irgendetwas wissen? Erzähl mir von hier. Mal überlegen. Westlich des Stalls liegt eine heilige Quelle, die Quelle der Kraft. In der Legende heißt es, bringe der Quelle der Kraft das heilige Fragment dar. Vielleicht war das Teil des Rituals, das die Prinzessin von Schloss Hyrule dort durchgeführt hat. Möchtest du noch etwas wissen? Was ist weiter weg? Nördlich von hier steht so eine Art Leuchtturm. Aber als ich dort war, war niemand zu Hause. Na, auf Wiedersehen. Quelle der Kraft. Guten Tag. Ich bin Holm. Ich bin Holm und laufe hier Patrouille. Hier ist es richtig gefährlich geworden. Ja, stimmt. Oh ja. Es gibt da eine verdächtige Gestalt namens Kilton. Hab ich schon ein paar Mal gehört. Er zieht nachts seinen Karren durch die Gegend, von dem aus er den sogenannten Monsterladen betreibt. Sein unheimliches Aussehen macht die Leute ziemlich nervös. Kennst du diesen Kilton? Ich kenne ihn nicht. Aha. Jedenfalls, wenn du eine verdächtige Gestalt siehst, sag mir bitte genau, wie sie aussieht. Erstatte ihm bitte Bericht, falls du Kilton triffst. Ich möchte einfach ein Bild von ihm, wenn ich ihn dann mal treffe. Ja, da hockt auch jemand. Ja. Guten Tag. Ach, was ist los? Die blaue Flamme. Oh, Verzeihung. Seit ich geheiratet habe und hergezogen bin, langweile ich mich furchtbar. Das Interessanteste ist noch, der blauen Flamme in der Laterne beim Brennen zuzusehen. Aber seit einiger Zeit hat der Direktor des Akala-Instituts sie gar nicht mehr angezündet. Akala-Institut? Ja, früher hat der Direktor diese Laterne mit einer blauen Flamme entzündet. Irgendein Experiment. Aber jetzt ist er schon alt und geht wohl nicht mehr so viel nach draußen. Das Akala-Institut liegt übrigens gleich an diesem Pfad. Es ist in einem umgebauten Leuchtturm. Man kann es also gar nicht verfehlen. Ja, kann ich hoch? Ich mache jetzt erstmal den Shrine. Katosa. So, und rein mit dir. Galopp. Der Galopp ist die schnellste Laufgeschwindigkeit eines Pferdes. Drücke im Traben A, um dein Pferd galoppieren zu lassen. Das muss ich mal meinem Bekannten beim Reiten mal zusagen, dass er einfach A drücken soll.
Tusas Apparatur. Ah, ja, das ist geil. Auch wieder hier so ein Ding. Na, Minigolf. Na, ich hab's verkackt. So. So, so, so. Oh Gott, da muss ich mich mal kurz ein bisschen anders hinsetzen. Ach komm schon, jetzt habe ich es wieder. Komm, komm, komm. Und, Alter, habe ich jetzt so Lack gehabt. Nice. Hm. So, das wäre das eine. Ist da keine Kiste irgendwo zu holen? Ich glaube, da hinten geht es nämlich noch durch. So. Genau. Also nur, dass ihr das wisst, ich mache das hier alles mit dem Gamepad hier. Den Gyrosensor. Und, nein, verkackt. Kommt jetzt gleich ein neuer Ball? Nee. Also. Wieder zu schwach. Ja. Hat sich, glaube ich, der Sensor ein bisschen. Alter, willst du mich verarschen? Ne, jetzt spinnt's gerade. Wieder viel zu schwach, aber warum tut das jetzt gerade nicht richtig? Das gibt's doch nicht. Alter! Alter, wieso will denn das nicht richtig? Und. Klasse. Ah. Ja, ist halt ein bisschen blöd, wenn man dann am Rechner sitzt mit dem Mikrofon vor der Nase und ein Headset-Kabel. Ist das dann nicht so easy? So. Eisgroßschwert. Das ist auch sehr praktisch. Deswegen tue ich dann mal. Was tue ich denn weg? Ja, komm. Na. Bodenlose Nichts geht's da unten. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute hier einfach durchlaufen, weil sie es gar nicht juckt, dass da irgendwelche Kisten vorhanden sind.
Ich bin der Auserwählte. Hab's schon verstanden. Nice. Spezielle Bogen. Manche Bogen feuern mehrere Pfeile auf einmal ab, doch verbrauchen die mächtigen Waffen pro Schuss nur einen Pfeil. Schön. Na. Kommst du her, Paul? Ne, siehst du, ich habe nicht immer mehr einen Bogen ausgewählt. So, Waffe, Schild. Ups. Wie ein Hündchen, genau. So, auf zu Robello. Müssen wir den jetzt wohl verwenden, weil sonst verrecke ich hier. Nice. Tja. Und das ist nämlich das Krasse. Irgendwie ist der jetzt verschwunden. Der ist ja mehr so in sich zusammen. So implodiert halt. What the hell? Das war der Guardian-Pfeil, ja. Na. Für Ton. Und hat... Hey du, was machst du hier? Ach, diese Augen. Du, bist du etwa Link? Ja. Hoff, wenn du Link wärst, dann gäbe es etwas, was ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Vielleicht könntest du mir die Wunden an deinem Körper zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. Alter. Sollen wirklich Narben so lang halten? Ich weiß es gar nicht. Daneben. Nackig. Oh, genau, dein Körper trägt unzählige Narben. Davon sehe ich nicht viele. Ich erinnere mich. Die meisten sind gut verheilt, aber sie stimmen mit den Verletzungen überein, welche die Verheerung dir zugefügt hat. Gut, du bist wohl wirklich der echte Link. Dann sollte ich mich auch einmal vorstellen. Ich bin eine Koryphäe der Wächterforschung und Direktor des Akala-Instituts. Dr. Robello! Ja. Ich bin beeindruckt, dass du es zu diesem entlegenen Ort geschafft hast. Hast du die alte Pura schon besucht und um sie um Hilfe gebeten? Pura ist ein Kind. Aha, Pura hat ein Kind. Pura wurde verjüngt. Was? Sie ist jetzt ein Kind? Wirklich? Im Ernst? Das sieht dir wieder mal ähnlich. Ihr seid trotzdem gleich groß. Ich nehme an, das war ein fehlgeschlagenes Experiment. Sie hatte schon immer etwas unkonventionelle Methoden. Aber zurück zum Thema. Ist dir bewusst, dass die Verheerung gerade neu erstarkt? Ich weiß. Dann brauche ich dir also nicht allen Einzelheiten zu erzählen, was hier passiert ist, oder? Erzähl schon. Gut. Die Shika-Forscher hatten nur ein Ziel. Wir wollten Genen, die immer wiederkehrende Verheerung für ein für alle Mal vom Antlitz unserer Welt tilgen. Außerdem mussten wir Zelda retten, die beim diesmaligen Ausbruch der Verheerung gefangen worden war. Nun, da unsere Forschung abgeschlossen ist, sind wir zu alt, um die Verheerung zu bekämpfen. Aber das Schicksal war uns hold!
Du, Link, du bist unser Lebzeiten erwacht. Was? Die Zeit ist gekommen. Jetzt bist du an der Reihe und musst mit uns Chica zusammenarbeiten. Zerstöre die Verheerung! Legen wir los. Oh ja, ganz genau. Lass uns zusammenarbeiten und der Verheerung gerne ein Ende setzen. Ja, entschuldige die lange Vorrede. Eigentlich möchte ich dir nur mit antiker Rüstung versorgen. Aber einen kleinen Moment noch. Cherry bzw. der Chica-Ofen stellt antike Ausrüstung her, aber leider ist sie angeschlagen. Ach, ich muss wieder die blaue Flamme vom Flammenborn holen. Ach, neuer Zielpunkt. Ja, da drüben gibt es nämlich so eine Flamme. Und wer bist du? Ja. Jerin, Tag. Und hey. Kachika. Yeah. Ich wollte nur Pura vom Hateno-Institut nachmachen. Du hältst mich jetzt wahrscheinlich für absolut bescheuert, oder? Aber nicht doch. Du bist zu freundlich, Link. Und, wie kann ich dir weiterhelfen? Wer bist du? Ich bin Jerin. Kachika! Ich bin Nachwuchsforscherin auf dem Gebiet der antiken Studien. Also konkret erforsche ich Schreine und so. Link, du musst einen Ort für mich untersuchen. Und zwar das linke Auge des Totenkopfteiches. Ich weiß, dass sich dort ein Schrein befindet, aber der Weg ist einfach zu schwer für mich. Das linke Auge des Totenkopfteiches ist übrigens etwas höher gelegene. Das rechte Auge liegt tiefer, das siehst du dann. Hast du denn sonst noch Fragen? Wer ist der Typ da? Robelo beschäftigt sich als Forscher mit der Antike. Vor 100 Jahren erforschte er am Schloss Hyrule die Wächter. Robelo und mich, uns trennt mehr als ein halbes Jahrhundert. Aber nun ja, er ist mein Mann. What? Dein Mann? Ganz genau, wir leiten das Akala-Institut zusammen, als Ehepartner. Wir haben übrigens auch einen Sohn. Hast du sonst noch Fragen? Dein Sohn? Ja, einen einzigen Sohn haben wir. Sein Name lautet Gratian. Nicht Gratin? Hast du ihn unterwegs vielleicht getroffen? Nicht, dass ich wüsste. Wirklich? Sei freundlich zu ihm, wenn du ihn siehst. Hast du sonst noch Fragen? Was eigentlich? Immer gern. So, ach, linkes Auge des Schädels. Ah, was ist hier denn noch? Mein Leben. Ah, das kann man ein anderes Mal lesen. Was gibt's hier oben noch für schöne Sachen? Oh, Leute, bei euch regnet's aber rein. Okay. Dieses krasse Fernrohr, hm? Oh, ich sollte mir vielleicht mal wieder was anziehen. Ah, da hat er noch Guardian-Kram. Dass es mich da wieder so eins angreift. Na? Okay, da ist gar nichts dran, auf dem auch nicht. So, wo sollen wir denn jetzt hin? Wir sollen. Warte, hä? Doch, genau. Genau dahin. Tja, müssen wir dem wieder die Flamme besorgen, so wie bei der Pura auch schon. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Kachika!